Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen mafiosenreichen Folge GTA Vice City. Ich habe ja in der letzten Folge gefragt, was das ist, diese Nebenaufgaben da. Ich bin nochmal bei den Trophäen gewesen, habe kurz ein bisschen rumgeguckt. Anscheinend gibt es Trophäen, wenn man diese Nebenmission hier macht. Kettensäge. Carry on. Ah, ihr müsst auch zugeben, das mit den Maschinenpistolen, das ist irgendwie geil gemacht. Nein. Karte. Hier ist das A. Und da ist das D. Wollen wir zum A oder gehen wir erstmal zum D? Ich glaube, wir gehen erstmal zum A, weil das ist irgendwie näher dran, oder? Naja, hier in dem Spiel musst du besonders gut in die Kurven kommen, deswegen. Junge! Komm her, du Hund. As they say in France, Matrice. Mann, ausmachen! Was ist da gerade los? Habt ihr das gerade auch gesehen? Aber GTA war ja früher auch eines der besten Spiele. Bin immer noch gespannt, wenn GTA 6 rauskommt. Werde ich wahrscheinlich nicht spielen wollen, weil erstens ist er bestimmt sehr überteuert wieder. Ein paar von euch können sich das ja leisten, aber ich mir nicht. Vielleicht könnt ihr es euch auch nicht leisten, aber wenn ihr euch leisten könnt, dann gut für euch. Aber ich spiele jetzt hier nur die alten GTAs, um zu gucken, ob ich habe ja früher nur San Andreas und 5 gespielt. Das heißt wahrscheinlich habt ihr nur. Ich finde aber GTA Vice City bis jetzt ist noch okay. Warum ist dann immer diese Ba- Warum eigentlich immer Baustelle? Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I- As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Begib dich zum Top-Fuhnwagen. Schnellere Karre brauche ich immer. Dankeschön. Kriegst meine Karre. Nein! Ernsthaft? Kriegst seinen Wagen wieder. Ich muss so einfahren. Benutze den ferngesteuerten Helikopter, um Bomben um zu viel. Muss daneben sie eine Bombe abwerfen. Die Reihenfolge ist beliebt. Helikopter direkt über sie. Der Helikopter kann immer nur eine Bombe tragen. Bombe abzuwerfen. Oh nee. Oh nee, sogar. Oh Gott, ich glaube, ich weiß schon, was das wäre. Das für eine Operation. Oh nee. Ey, ich hasse sowas. Ferngesteuertes Boom Boom machen, Alter. Och nee. Oh Gott, das ist schwer. Eine Dynamite habe ich. Ich bin nur ein Helikopter mit einer Bombe. Und ich habe sogar Zeit. Das ist nicht gut.
Nein, nein, nicht mit mir. Aber. Junge, ich bin so langsam. Was ist das? Mann, ist aber diese Baustelle so aggressiv, Junge. Ich bin doch nur ein Helikopter, was willst du? Junge, piss dich! Ich bin ein Minischopter! Oh, das ist so scheiße mit Zeit. Hin und her zu fliegen ist echt kacke. Das ist wahrscheinlich die schlimmste Helikoptersteuerung, die ich jemals hatte. Na gut, in GTA fliegt man nur sehr selten Helikopter, ne? Mir ist sogar aufgefallen, dass der Dude einfach das eine Sprengstoff weggenommen hat. Ah! Oh mein Gott, er jagt! Warum hauen die gegen die Wand? Zeitdruck ist da. Zeitdruck ist da. Und er ist gerade voll auf die Schnauze geballert. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wie komme ich denn da hoch? Ach hier. Okay, ich bin drin. Und das ist aber... Oh mein Gott. Oh, der hat eine Knarre, der hat eine Knarre! Junge! Ich hab doch nichts getan! Leg doch einfach die Knarre weg! Mir ist aber aufgefallen, da das Spiel hat mehr als 5 Sterne, oder? 3, 4, 6. Konnte sie in den früheren GTA 6 Sterne kriegen. Oh Gott, er schießt immer noch. Ey, yo, 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 yo. Reg dich mal ein bisschen ab hier, hier. Ey. Hab ich nicht gesagt, reg euch ab. Aua! Regt euch doch mal ab! Platzierender Dynamit! Was ist daran so schlimm? Eigentlich sieht sogar aus, als sie verreckt. Er schießt immer noch! Reicht doch jetzt! Hör doch auf! Junge! Oh Gott! Die wollen mich! Ah! Geh weg! Ich bin doch nur ein Heli! Ich bin nur ein Bot! Mehr bin ich nicht! Ah, der ist immer noch da. Jetzt schaffe ich das in 2 Minuten, 43 Sekunden. Hin und her. Ich habe ganz vergessen, dass manche GTA-Spiele auch immer Zeit gibt. Ich meine, bei 5 war das, glaube ich, auch so in einer der Stories. Und da... Schon wieder ist jemand verreckt. Aua, reg dich ab, reg dich doch mal ab. Immer eine saufen. Beweg dich.
Irgendwas hat er. Ich bin doch nur ein Toy, sowas Spielzeug. Crush, kill, demolish. Frohes neues Jahr. Jo, ich bin gut. Meine Karre ist jetzt weg. Junge, kann ich kurz dein Auto ausleihen? Danke. Kriegst es vielleicht später zurück. Naja, wir haben Oldtimer hier, das ist so der Wahnsinn. Spielt ja auch im Jahr 1993 war es, glaube ich, oder so. Watch it, pal. Ja, ich hab's gerade gesehen, auf dem Dach ist was. Come on, Stupid horse! I'll chop your head off! Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse! You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut up! Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. You mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Ja, easy wird's doch. Also wenn man Copyright-Musik hier hat in GTA und man die ganze Zeit auf Pause machen muss, weil man keinen Bock hat. Aber zum Glück, dass ich der einzige GTA-Spieler wahrscheinlich bin, der sich nie gerne Musik anhört. Ja, ja, genau. Ramst mich. Ich weiß, man kann in GTA viele Sachen machen. Aber weil das hier eins der ältesten ist, geremastert wurde 2021, fand ich so interessant, dass ich das mal spielen wollte. Und ich dachte mir, ich schaue durch sein Fenster. Alter, wie ein Stalker einfach. Mit einer Knarre in der Hand. Jemand? Oh, shit! Ah, scheiße. Loser.
Da muss man hier vorsichtig sein. Too slow, Granddad. You better keep on running, asshole. Ach, come on. Das ist so mal ein schlechter Witz. Das ist ein schlechter Witz. Hallo. Ja, klar. Mann. Wie soll man das machen mit einem Motorrad? Wie zum Henker soll ich das machen? Sollen ihn ja eigentlich nur auf den Fersen bleiben, ne? Das heißt, auch wenn er schießt, er wird mir wahrscheinlich nur die Reifen platschen. Yeah! Halt mal die Fresse! You can mess with me. If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Menschenskitty! Warum hat er jetzt einen blauen Sportwagen hier? Warum ist eigentlich immer die Musik an, egal in welches Auto man steigt? Selbst die Polizei bei der Verfolgung ist ja anstatt... Schade, dass die Musik aus ist. Sie ist an. Junge, dieses Bremsen, kann ich das irgendwie neu mal einstellen oder so? Schau durchs rein Fenster. Dann brauche ich eigentlich jetzt nicht unbedingt, ne? Na gut, doch ein bisschen. Man blumst einmal runter und dann muss man den ganzen Weg zurück. Ich sag doch, man muss immer wieder den ganzen Weg zurück.
Also nachts nervt es mich nicht, aber ich beende jetzt erstmal. So thinks you can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Naja, die Folge beende ich jetzt noch nicht. Nur die Lizenzmusik auszumachen ist nervig. Ich meine zwar nicht gemein, aber man hätte echt mal ein paar Autos echt die Musik ausgemacht. Warum stehen die? Warum macht sich immer Kamera selbstständig? Bin aber schon bei 4.286 Dollar. Also bis jetzt hatte ich nicht einen guten, schlechten Unfall, ne? Ah, zu früh gefreut. Ich freue mich echt immer zu früh, ne? Jetzt ist das Auto kaputt. Er ist nicht da. Look at that. Look at that, was bastard. Junge, ich zeig dir einen Loser, du Hunde. Versteckte Päckchen, eins von Hunden. Alter, was? Wie meinst du, verstecktes Päckchen, eins von 100, Alter? Ich würde mal sagen, erst was. Ah, noch erstmal, das war's erstmal noch mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss erstmal nachdenken. Wie bin ich gerade gestorben? Okay, ciao.